So, da sind wir wieder bei The Binding of Isaac und heute spielen wir die Challenge Suicide King. Und ich freue mich kein bisschen auf diese beiden. Das sind, glaube ich, die schwersten unter allen Challenges, würde ich mal ganz spontan sagen. Wir fangen mit Suicide King an. Wir sind Lazarus. Mit Mr. Mega für krassere Bomben. Ipecac für Explosionsschüsse und My Reflection für Explosionsschüsse, die nach jedem Schuss zu uns zurückkehren. Ich kann es mal kurz demonstrieren. Ja, jeder Schuss, den wir schießen, fliegt wieder exakt in unsere Richtung. Das ist das große Problem bei dem Run. Ansonsten haben wir noch ein Speeddown-Upgrade von Anfang an, weil, naja. Der Trick bei der Challenge ist, ab einer gewissen Abstand treffen die Tränen noch und diesen Abstand muss man nutzen. Wenn man diesen Abstand perfekt nutzen kann, was ich gerade erstaunlich gut schaffe, dann kann man Sachen besiegen. Trotzdem töte ich mich zu 80% der Zeit selbst eigentlich, wenn ich diese Challenge spiele. Ansonsten kann man es halt gut ausnutzen, alles explodieren zu lassen. Wenn man halt meint, alle Steine der Welt oder so sprengen zu müssen. Man kann auch gegen Vasen und so schießen. Es funktioniert aber nur irgendwie, was weiß ich, dreimal, wenn man es überhaupt probiert. Es sind halt super scheiß Tränen. Und wir haben Tiers Up. Hey, jetzt können wir ein bisschen schneller uns umbringen. Also Feuer und so weiter abschießen gehen noch. Vasen ist dann schon wieder problematischer, weil es irgendwie über die Vasen hinüberfliegt. Ich zeig's mal kurz. Ihr seht, was ich meine. Bei Vasen braucht man eine viel niedrigere Tränenhöhe, um sowas zu treffen. Beziehungsweise Steine genauso. Und deswegen, ja, es ist ein bisschen eklig. Man kann halt höchstens immer probieren, gegen die Wand zu schießen. Ich weiß nicht, wie weit man nach unten schießt. Ja, selbst wenn man es schafft, nach unten zu schießen, es besteht halt immer noch diese Chance, dass man sich selber wehtut. So. Ja, deswegen ist es nicht ganz so geil. Deswegen lieber mit einer Mr. Mega-Bombe sprengen wir uns da durch. Holen uns die Bombe wieder zurück, die wir verbraucht haben. Und ja. Also man möchte nicht unbedingt mit seinen Tränensteine zerstören. Auch wenn es theoretisch möglich wäre. Weil es einfach nur ein purer Kampf ist. Es gibt bestimmt irgendwelche super talentierten Leute, die ihre Tränen gezielt schießen können. Um Steine wegzusprengen. Ich gehöre nicht dazu. Besonders nicht, wenn da irgendwelche Spinnen drin sind. Warte. Wenn ich schieße und nach unten ausweiche. Schießen und nach... Oh Gott, ich kann doch gar nicht nach unten ausweichen. Schießen und ausweichen. Okay. So, ich habe mal Sachen kaputt gemacht, weil es ging. Und wir holen uns das halbe Herz erstmal, was da unten lag. Ja, mein Hauptproblem of the game will be to find the secret room. Because everything I want to find is a fucking fuck shit fuck. Aber man kann die Räume so aufsprengen, das geht auch. Und der Raum ist zu gut, um ihn nicht alle unsere Bomben rauszuwerfen, weil ein All-Stats Up ist trotzdem noch eine richtige Hilfe. Die Bomben haben übrigens größere Reichweite. So, jetzt haben wir schon mal gleich ein bisschen Pillenparty. Balls of Steel ist sehr gut. Bad Gas ist jetzt nicht schlimm. Okay, sehr gut. Wir haben uns auf jeden Fall schon ein bisschen Leben geholt, aber es wird... ich weiß es nicht, vielleicht sollten wir auf Engelräume sogar gehen. Oder wir brauchen halt irgendwas, was diesen Schuss ersetzt. Ansonsten, wenn wir einen Brimstone zum Beispiel finden, hätten wir es auch easy geschafft. Wir brauchen halt irgendwas, was uns glücklich machen kann im Leben. Weil mit den Tränen tötet man sich früher oder später in panischen Situationen erst recht. Ist einfach ziemlich unvermeidbar. Das ist Glück. Wow. Okay, in Vasen kann was Gutes drin sein. Zombie hat gelernt. Warte mal, mit Schwung die Schuss schießen und dann ausweichen. Der Quarter kann da drin sein? Ach. Ups. Okay. Ich will eigentlich nur, dass der Schuss... Ihr seht meine Probleme. The struggle is real. Gut.
ich sag schon von Anfang an, ich will die Steine nicht kaputt machen, aber ich habe dieses Mittel dazu und dann will ich... Dann will ich's doch ja irgendwie, ne? Ich gieriger Zimpel. So. Den können wir auch wegsprengen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Rest sparen wir uns mal. War da ein blauer Stein irgendwo? Nein. Ich dachte gerade schon, dass ich irgendwo einen blauen Stein übersehen hätte. Hätte Fahrradkette. Das Super Secret Room wird wahrscheinlich nicht dort an der Unterseite sein. Das Problem ist beim Suchen der Geheimräume. Manchmal sprengen die Explosionen, diese Explosionen besonders, die Geheimräume nicht auf. Deswegen hat man keine Sicherheit, ob sie da sind. Aber wir hatten Glück. Und kriegen noch mehr Pillen. Hier ist ab. Speeddown, Bad Gas. Und eine Fragezeichen. Bad Trip. Bad Trip macht einen jetzt Schaden. Oh. Dann nehmen wir die Bad Gas Pille mit. Damit können wir den ersten Boss auf jeden Fall anpupsen. Ansonsten könnten wir theoretisch mit Bomben kämpfen. Was ich aber sehr doof finde. Wurde es eigentlich gefixt, dass man sich, Wir müssen übrigens bis Isaac, ne? Habe ich das gesagt? Ich glaube schon. Ich wollte es nur nochmal erwähnen. Weil das so dämlich klingt. Ich muss in relativ Reichweite, danke. So. Schussabfänger bringt mir nicht viel, wenn meine Tränen so oder so explodieren. Ja, das beste Item, was man hier bekommen könnte, wäre halt, dass Bomben einen nicht wehtun, aber ich glaube, das kann man gar nicht finden. Ich guck mal, wo man dieses Item findet. Pyromanic. Item Room ist es eigentlich, im Item Room Pool, ja. Wie gesagt, das kann man nicht finden. Und Devil Deals werden uns auch nicht viele begegnen, weil wir uns wahrscheinlich die meiste Zeit auf den Ebenen selber sprengen. Aber wer weiß, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Karte. Shotspeed ist auch ganz praktisch, weil die Tränen halt dann schneller weiter von uns wegfliegen. Der ist Options auf jeden Fall. Besonders in solchen Runs ist die Auswahl nach Bosskämpfen wichtig. Wo ich diesen Boom-Dingsel aber auch nicht schlecht finde. Wenn man gezielt seine Bomben in die Luft sprengen kann. Schon mal hier rein. Ich schieße mal gegen die Decke. Naja. Wie gesagt, manchmal braucht es ein paar mehr Versuche, bis sowas funktioniert. Wollen wir irgendwas aus dem rausbekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. So, so. Ist ein bisschen schwer immer. Wir können es versuchen. Schauen wir mal, wie viele Herzen wir auf der Ebene finden. Je nachdem entscheiden wir auch noch, ob wir da oben reingehen. Aber sowas müssen wir alles erst nach Bosskämpfen machen, weil... Naja. Ihr wisst wieso. So, da ist ein rotes Herz. Ich weiß gar nicht, wie die Reichweite der Bomben ist. Schauen wir mal. Okay, die zwei habe ich rausgesprengt, den Shit da oben nicht. Okay. Das ist... I do not like this Träne. Oh, wie auch immer das funktioniert hat. Es hat funktioniert. So, ich habe mir einfach wehgetan. Das war mir jetzt zu doof. Gut. Das war ein Herzverlust. Muss man manchmal hinnehmen. Dafür kriegen wir den Schlüssel. Ah ja, Kaki trifft man auch nicht. So. An dir könnte man Trinkets gewinnen, aber ich möchte keine Trinkets. Deswegen stellen wir uns hier hin. Zack. So. Man muss ein bisschen üben damit, um Sachen zu treffen. Gut, wir haben zwei ganze Herzen, die wir opfern können. Es wird uns ein bisschen Geld geben. Zumindest um uns den Bummknopf mitzunehmen. 1, 2, 3, 4. Oh, das schallt hart. Dann droppen mehr Herzen. Ich weiß ja nicht. Eigentlich mag ich den Pilz mehr, weil der Pilz mir den All-Sets-Up-Effekt geben kann, welcher mein Schaden enorm erhöht ab und zu und mir deckt mir die Karte auf und... Oh, da hätte ich reingekonnt, hätte ich ihn. Ja, warte. Dann...
tun, wir nur kurz nochmal zurück hin. Den Pilz behalte ich einfach wegen den Karten aufdecken und so weiter. Das ist mir ein bisschen zu praktisch. Ich laufe aber trotzdem nochmal einmal dagegen. Weil... der Geheimraum hier unter mir ist erstmal. So. Ah, noch zwei Schlüssel. Sehr nett. Brauche ich eben ein paar in dem Run am besten. So, jetzt können wir auch hier reingucken. Okay. Alles nach dem Boss. Die können wir mitnehmen, die können wir eventuell beim Bosskampf brauchen. Man weiß es noch nicht. Dies und mehr gleich. Schießt man eigentlich noch automatisch? Ich glaube nicht. Aua. Den Abstand von oben nach unten muss ich mir noch ein bisschen besser merken. So. Wir machen halt enorm Schaden. Klar. Das ist Lebensregeneration, das eine ist anderes Range Up. Range wollen wir, glaube ich, nicht mal. Oh, Guppy's Tail. Ja. Und Damage nehme ich auch mit. Jo. Ja. Ist auf jeden Fall beides gut gewesen. So. Öffnen wir noch die beiden Kisten? Wir müssen halt einen Kampfraum machen und ich weiß es nicht. Sechs Treffer. Ja, komm, ich trau mir mal was zu. Ich werde schon keine 6-mal getroffen. So, dann muss ich noch 2-mal dagegen laufen, dass ich rein darf. Und ich habe ja noch im Schlimmsten von meine Bad Gas-Pille. Und ich kann mir noch ein Herzchen hier kaufen gleich. So, Remote Bomb Detonation. Jetzt kann ich meine Bomben besser planen. Holy. Ich bin so lange wie noch nie auf den Ebenen, ne? Ja! Okay, das war sehr gut. Auch wenn Doppelmonstro nicht unbedingt das ist, wo man sich drüber freut, aber egal. Irgendwie nach unten schießt der nicht so weit, kommt es mir vor. Okay, den Damage-Up merkt man. So, sehr fein. Ah, jetzt kann ich mich auch heilen. Geh weg. Irgendwie seitlich schießen wesentlich weiter als nach oben und unten. Schaut mal. Nach oben? Weiß ich nicht. Dreht sofort um. Es ist sehr verwirrend. Für mich als Isaac-Spieler. Okay. Seitlich nicht so gut wie oben und unten. Wir haben noch ein paar Herzen auf der Ebene. Deswegen... Massakrieren wir dich noch ein bisschen. Tut mir leid, lieber Automat. So. Hoffen wir dich. Laufen nochmal 2-mal dagegen. Und dann gehen wir. So. Muss ja genug Geld haben, um sich alles kaufen zu können. Und wir haben da unten noch ein Herz drin liegen und... im Bossraum auch noch mal ein halbes. Ich könnte die auch noch verbrauchen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Soll ich die auch noch wegbringen? Ja, komm, wenn schon, schlachten wir die Ebene komplett aus. Jede einzelne Münze quetschen wir aus der Ebene. Gib mir all dein Geld. Sonst hole ich meine Schulschläger, Isaac. Ja? Verprügel dich dann. Wie viel Damage haben wir? Voll natürlich. Ja. Wer hätte es erwartet? Frage ist, ob wir da oben reingehen für einen Schaden. Ich würde sagen, nein. Wir haben Goathead schon. Oh, das war eine sehr gute Auszahlung, würde ich sagen. So, dann springen wir den. Kriegen sogar noch ein Herz raus. Und können weitergehen. Ja, siehst du mal. Fast 30 Münzen wieder statt 15. Und unser Regenerationseffekt hat sich eingesetzt und wir haben ein halbes Herz dazu bekommen. Ja, schade, dass man nicht für rote Herzen durch diese Stacheltüren gehen könnte. Sonst würde ich es jetzt auf jeden Fall machen. So, du hast nur noch ein blaues Baby. Nö, danke. Ein Würfelraum wird mir auch sehr gelegen kommen und ich würde ihn auch hundertprozentig benutzen. Weil, ja, weg mit dem schlechten Items. 2 normale Kisten. Okay. Ich habe mal ein paar Gegner angepupst.
Dankeschön. Da liegt dann noch mein Herzchen. Schieß bitte. Danke. Schieß bitte. Danke. Wie gesagt, nach oben treffe ich mich irgendwie immer, ne? Okay. Sehr gut. Wir haben Guppys, Tail. Explodiert die von alleine? Nee, ne? Nee. Ist beides sehr gut. Aber noch nicht jetzt. Wir müssen erstmal einen Shop finden. Obwohl ich denke, dass der Shop eher nördlich sein wird. So. Vielleicht gibt es ja irgendwas Praktisches im Shop. Das war dumm. Ja. Ich wollte irgendwie provozieren, dass sie seitlich stehen, aber die Skelette ist mir eingefallen. Die Skelette sind scheiße. Oh, das ist schön. Jetzt gönnen wir uns ein bisschen was. Nein. Danke. Ich wollte nur den Shopkeeper mitspringen. Okay, wir haben immer noch zwei Schlüssel. Dann öffnen wir die beiden. Die beiden Schnückelsche. Abels Kopf und die Damage Reduction Maske. Okay. Zwei Items in einem Raum. Okay. Damage Reduction Maske bringt mir nur gegen Gegner was und Abel, naja, sind jetzt nicht irgendwelche Top-Tier-Items, die mir den Run retten. Aber man nimmt doch alles mit, was es gibt. Ein paar Bomben. Sehr schön. Vielleicht können wir ja wirklich... Ich hasse diese Tränen seitlich zu schießen. Ich kann das nicht. Vielleicht brauchen wir doch wirklich mehr Range. So. Die gibt mir immer ein schwarzes Herz, wenn ich nur noch ein halbes Herz habe. Kenne ich schon. Die Affenpfoti. Danke. Das ist ein Kampf. Die haben keine Seele. Die müssen sterben. Danke. Speed down. Nee. Aber danke. Ah! Immer dieser Stress. Machen wir dich erstmal Pestilenzi. Oh, du schießt ja auch noch mit Explosionen. Hat ihr Angriffe? Ja. Spinnen? Hoch. So weit wollte ich nicht nach vorne rennen, aber gut. Oh, das Small Rock. Damage up. Squeezy auf jeden Fall. Ich weiß, wir hätten Bandage Geld Stufe 2 haben können, was ziemlich cool gewesen wäre. Aber mein Leben steht zu schlecht. Und Bandage Geld Stufe 2 schießt ihr nur mit. Nein! Ich bin ins Feuer gelaufen. Ich hab mich nicht mal getroffen. Danke! Stirb doch einfach, Krampus. Krampus Wampus. Bomben selber zünden oder... Nee, ich zünde meine Bomben lieber selber. Bei so starken Bomben. Okay, wir haben Krampus auf jeden Fall auch hinter uns. Das ist sehr schön. Was halt nicht so schön ist, dass wir uns die ganze Zeit selber treffen. Dass wir richtig viel Schaden fressen in dieser Challenge. Aber ich bin halt ein Noob. Und ich finde den Small Rock aus Versehen im Kampf. So, den Raum wollte ich noch angucken. Gut. Die Kohle hätte ich übrigens besser gefunden, weil meine Tränen eh relativ lange fliegen. Aber gut. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Warum bin ich so langsam? Boah, ich hau jetzt jemanden, wenn der... Oh, nee, da kann er nicht sein. Ich hau jemanden, wenn der Geheimraum... Nee, kann er gar nicht sein, weil da eine Wand... Weil da Steine lagen. Da? Ah ja. Das machen wir wieder mit Bomben. Da ist er. Der Schnucki. Sind wir zwar ein bisschen groß, aber uns trifft doch eh jeder Schuss. Lauter Bad Gaspillen, was ist hier los? Und eine Paralyse.
Sprengen wir uns da raus oder gehen wir außen rum? Sparen wir uns die Bombe. Ah, wir hatten nur gerade zweimal den All-Stats-Up-Effekt. Okay. Oh Gottes Willen sind wir groß. Was ist... Okay. Achso, das war der Minim. Oh Gottes Willen. Wenn ich den Minimash-Effekt habe, bin ich nur so klein. Ansonsten bin ich echt so groß. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Hallo. Ich bin Bernd. Ich gehe weiter. Vielleicht hätte ich noch irgendwas ausmerzen können. Ich weiß es nicht. Wir sind eh schon viel zu lange hier unterwegs in jedem einzelnen Raum. Ich wollte einfach mal weiter. Ah! Killerschüsse auf Doom. Okay. Immer so voll der Kampf mit jedem einzelnen Gegner. Okay. Nein, noch nicht. Wir haben nur einen Schlüssel. Ein Schlüssel heißt immer Shop erst. Jetzt mobbst du mich aber, Spiel. Okay, da ist nochmal ein halbes Herz. Das werden wir eh früher oder später brauchen. Jetzt fliegen die Schüsse. Manchmal fliegen meine Schüsse einfach nicht weit, wenn ich nach unten laufe. Irgendwie brauche ich mehr Anlauf, wenn ich nach unten schieße, dass meine Schüsse weit fliegen. Ich weiß aber nicht, warum. Hau, eine zwei Schlüsseltür. Wir haben aber eigentlich den Kompass-Effekt, oder? Ja, deswegen sehen wir, dass es kein Würfelraum ist. Schade. Oh Gott, sind hier viele... Oh Gott, das bin ja, ja. Ist gut. Jetzt ist es nur das Ratespiel, in welchem der von Bob's Brain ist. Das ist Lust... Nee, ich nehme Bob's Brain. Ich könnte Bob's Brain theoretisch mitnehmen, weil ich mich sowieso die ganze Zeit selber sprenge. Gott, sind wir groß, ne? Nein! Warum rammelt das Viech denn so schnell? Ich freue mich schon voll, weil ich den schweren Gegnern ausweiche. Was mache ich? Ich tue mir selbst weh. So. Okay. Oh Mann, jetzt krabbelt die genau auf mich. Okay. Shop. Gib mir das. Gib mir das. Oh, gib mir das. Nein. Ich will muss aus dem Shop kurz raus. So. Puh. Okay. Sesam? Nein. Okay. Der Gegner ist in die Stacheln reingelaufen, oder? So viel Angst muss man doch gar nicht vor mir haben. Ja, hey, ich bin in eurem... Hä? Oh Mann! 90% des Rands. Hä? Das war doch gar nicht... Nein, bitte spiel, tu mir nicht noch weiter weh. Schon haben wir nur noch ein Seelenherz. Es neigt sich dem Ende zu. Kann ich mich irgendwie so hinstellen, dass ich immer gegen die Wand schieße? Nein. Okay, dann spielen wir das Ausweichspiel 10-mal. So. Ausweichen. Ich hasse es! Ah! Diese Challenge! Ich will doch nur... Da ist ein goldener Kackihaufen. Du kannst ihn mitnehmen, wenn du 37 mal mit... Öffnen wir noch eine goldene Kiste. Wir sind so oder so dem Tode verurteilt, weil ich mir einfach selber wehtun werde. Immer und immer wieder. Geld. Hurra. Weißt du was? Weil wir jetzt wenigstens von den Seelenherzen weg sind, kann ich es mir mal leisten, in diese Stachelräume reinzugucken. Na, wenigstens etwas. Dafür, dass ich gegen Spinnen kämpfen muss. Sünde hoch.
Ein halbes Herz weniger, zack, dann heilen wir uns. Hey, wir haben wieder Seelenherzen. Heidi-ho. Boah, Walter, wenn der Geheimraum... Nee, uns fehlt der Supergeheimraum, schade. Ich dachte schon, wenn der Geheimraum dazwischen dem Thronraum und dem anderen Raum ist, dann ist es ja... geschenkt, der... Nee, scheinbar nicht. Okay. Geht doch besser als früher. Ich weiß nicht warum, aber... wollen wir spielen? Ja, Seelenherzen. Nein, wir wollen nichts, was unsere Schüsse verändert. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Entschuldigung, Mr. Boom. Aber das ist eine Möglichkeit, mich ein bisschen zu heilen. Ja, gehen wir weiter. Ach, wir haben ihn noch gar nicht bekämpft. Das ist ja nicht das Problem. Oh, der hat mich angesaugt, deswegen habe ich mich selber abgeschossen. Wir nehmen... die grüne Spritze, Speed and Range. Sollte mir auf jeden Fall schon ein bisschen helfen. Wow! Satan! Wow! Halt dich bloß zurück mit diesen krassen Devil-Deals. Haben wir eine Batterie? Nee. Schade. Okay, gehen wir weiter. Ich spare mir die Bomben halt relativ lange auf. So, wir machen mal das hier. Kein Seelenherz, aber die Welt. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Weil wir die Welt schon aufgedeckt haben. Macht die Weltkarte noch irgendwas anderes? Habe ich irgendwas vergessen? The World, wie sieht denn die nochmal aus? Achso. Reveals an entire map and shows the icons of every room. Ja. Gut, brauchen wir gerade nicht, aber besser als eine Speeddown-Pille. Gut, als erstes kämpfen wir jetzt mal wieder zum Shop. Ich weiß, dass ich, hier nach rechts schießen. Okay. Feuer! Aber gewartet, bis sie sich versammeln. Feuer! Okay, wir haben den Raum erreicht, haben allerdings keinerlei, naja, Bomben über. Ich wollte gerade die Schultertaste drücken, dann ist mir eingefallen, hey, Moment, du kannst sie gar nicht drücken. World Fool. Fool ist ein Gratis-Teleport, der ist schon mal ganz cool. Das Problem ist halt, wenn ich da in die Ecke schieße, treffe ich mich auch super einfach selbst. Weil dieser Explosionsschuss jederzeit auch auf einem der Dinger explodieren kann. Nochmal eine Fool-Karte. Okay. Okay, der ist mir egal. Gut, wir haben alle Totenköpfe gesprengt. Kämpfen hier gegen Gluttony. Ein wildes Zwei-Hit-Gluttony-Wonder. Okay, wir haben keine Schlüssel. Die Challenge, wir haben keine Schlüssel. Ich wollte gerade fragen, wenn wir den super Geheimraum gefunden haben, aber haben wir ja gar nicht. Der war nur aufgedeckt. Okay. Das war sehr nett. Da stecke ich einfach eine Bombe, weil ich keinen Bock habe jetzt. Hier in die Mitte zu jonglieren. Sterne! Random Teleport, also in dem Fall jetzt. Ich musste sehr gefährlich gegen die Wand schießen, weil... Oh, das ist schön. Brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Weil der Mittelding da mich auch gleichzeitig zurückzieht. Das war scheiße. Kriegen wir mittlerweile ein ganzes Herz Schaden? Durch unsere eigenen Schüsse? Weil sie stärker sind? Oder warum kriegen wir einen Herzschaden? Haben wir schon immer einen Herzschaden bekommen?
Mir kam es nämlich so vor, als hätten wir anfangs nicht einen Herzschaden bekommen. Ne, wir kriegen halbes Herzschaden. Ich bin einfach scheiße. Ich bin einfach richtig, richtig scheiße. Okay. Ja. Ich weiß, das hätte ich jetzt mir sparen können, aber egal. Hä? Was? Was? Hä? Das Ding hat doch... Wurde es geändert? Ich habe doch fast jedes Mal ein Seelenherz bekommen beim Einsetzen von der Hä? Jetzt gucke ich nochmal kurz nach. Es wurde geändert. Muss es ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich finde es ja nicht mal. Da ist er. Has a chance to drop from playing a fortune machine. Okay. Da gibt's a random Tarot Card, Mystic Rune, oh Soul Heart. Ich hatte, wie oft ich Seelenherzen von dem Ding bekommen habe und jetzt kriege ich einfach tausendmal diese Weltkarte und Liebhaber und was weiß ich, was ich nicht für einen Müll da bekommen habe gerade. Oh nee. Nicht ganz so geil. So kann ich gegen euch kämpfen. Ja, tut mir leid, dass ich kaum Platz hier habe zum Kämpfen, ne? Ich muss nehmen, was mir der Raum gibt. Hä? Triff doch, du banaler Schuss. Danke. Brauche immer noch einen Schlüssel. Okay. Herzen. Ja, Alter. Bombardiert mich nur. Danke. Ich hasse diese Challenge. Aber irgendwann finden wir ihn. Danke, du Arsch. Warum habe ich jetzt einen Halbherzenschaden? Klärt mir auch keine, ne? Das ist eine Bücherei. Schauen wir mal rein. Yes, bitte. Gib mir die Seelenherzen. Wir könnten den auch holen mit einer Fullkarte. Ich weiß, es sieht jetzt doof aus, dass ich nochmal mit Damage rausgehe und mir nochmal ein halbes Herzschaden hole und... Ja, mit der Fullkarte spare ich mir halt das Seelenherz, dass das keinen Anschlag kriegt und ich brauche... Wo waren denn die ganzen Karten? Hier, ne? Ja, noch ganz viele der Fullkarten. Hä? Warte mal, wir haben Judgment? Das ist... falsche Taste? Da, nimm mein Geld. Hab doch massenweise, wirf mal einen Schlüssel raus. Danke. Okay. Mehr Bomben? Ja. Dann nehmen wir alles mit. Balls of Steel? Sehr schön. Hier ist er. Full Health. Okay, die brauchte ich jetzt nicht unbedingt, aber gut. Das nehmen wir noch mit. So, jetzt krieg ich zwar auch einen Seelenherzschaden, was ich eigentlich nicht wollte, aber... Naja. Oh Gott, auf einmal ist das Spiel nett zu uns. Was ist denn los? Gerade erst überall Qual und Leiden und jetzt... Weiß ich gar nicht, welche Truhe ich zuerst öffnen soll und vor lauter Geld. So. Auf einmal wieder richtig viele Schlüssel und alles. Fischkopf. Fische sind auch ganz nett. Wie schnell sich dieser Run immer dreht, ne? Das ist, wenn wir gleich nochmal entlang laufen, sorry. Ich könnte auch in die Bibliothek gucken. Ich aber nicht vor. Tears und Damage ab. Genau, wir kriegen Seelenherzen dazu. Hier liegt überall Stuff. Hier auch noch. Was nehme ich mit? Das will mal dich ein. Okay. Das wissen wir schon mal, dass wir dich nicht mitnehmen.
Den ignorieren wir weiterhin. Ich will die Stärke-Ding mitnehmen für den Devil-Deal. Wir sind ja erst Nekropolis 1, genau. Gehen wir mal straight zum Boss. Setzen natürlich unsere mysteriöse Kugel trotzdem weiterhin in jedem Raum ein. Indem es Einsatzpflicht gibt. Ach, schön, dass ich, nachdem ich alle Kisten geöffnet... Oh, das ist sehr nett. Sprengen wir die mit Bomben. Wow! Okay. Nö, da gehe ich raus. Da tue ich mir nicht an, drei von denen. Von den Beppos da. Okay, dann... Karte. Ach, danke. Einfach der ekelhafteste von allen Bossen, ne? Der Schuss getroffen hat. Die Nadel macht Evil Range und Shot Speed. Ja, Shot Speed brauche ich auf jeden Fall. So. Was bist du? Spinnen. Nur kurz nochmal raus und nochmal rein. So. Schießen dich ab. Schießen dich ab. Wir haben schon ein Guppy-Item. So, setzen die Karte ein. Holen uns das Item umsonst. Ja, durch die Stärke-Karte wird man auch nochmal größer. ich weiß nicht. Ich glaube, wir behalten jetzt Gonzos Kopf. Es hat nur eine Chance, sich zu heilen. Wir schauen in den anderen Bücherraum. Und du bist dieser blutige Zettel. Was macht der blutige Zettel? Der normale Zettel macht Contact from below. Wo ist der andere Zettel? Da. Ein schwarzes Herz kriegen wir dafür. Okay, ist also ein 1:1 Umtausch. When taking damage, Chance auf Necro... Ne, ja gut, dann nehmen wir es mit natürlich. Wenn wir ein schwarzes Herz dafür bekommen, dann ist es mir scheißegal. Schwarzes oder rotes Herz, YOLO Moda Dolo. So. Ja, mit diesen Fliegen haben wir halt eine Chance, dass die Fliegen Sachen töten. Da ihr die Fliegen one-hitten halt jetzt Zeug. Allerdings hätten wir halt auch eine Chance auf eine Guppy-Gestalt, wenn wir länger leben. Ach! Ist das Spiel mittlerweile so gemacht? Ja, ist es, natürlich. Ich dachte, das Spiel nimmt einfach das Herz von dem Stärke-Ding. Hätte jetzt auch ganz spontan angenommen. Wäre auch das Logischste für mich in den Augen, aber gut. Nicht mal das kann man taktisch nutzen. Da ist ein Schlüsselbäcker. Wegbock dir, du Abschaum. Das Book of Secrets, das hat, glaube ich, nur richtigen Dreck gemacht. Verfolgung für Doofköpfe könnte ganz nett sein mit den komischen Home-Tiers, die durch die Gegend fliegen. Wie viele Räume brauchst du? Zwei. So viele nette Auswahlmöglichkeiten. Was hast du Fragezeichenbuch gemacht? Das hat irgendwie alle komischen Kompass-Effekte und so gemacht. Ah ja. Treasure Map, Kompass oder Blue Map. Nö, ich denke, wir behalten unser... Ich setz mal alle ein. Das ist halt super nice, um Räume zu klären, ne? Also wir machen auf jeden Fall die Räume noch da oben, weil da noch Kisten kommen. Wow. Okay. Die können wir vielleicht gebrauchen. Okay, nichts. 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 Wie schnell sich dieser Run die ganze Zeit hin und her dreht. Für gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. Da kommt es mir vor. Ich hoffe einfach auf eine Guppy-Gestalt. Ich bin ganz crazy. Hä? Ich dachte, im Bossräumen gibt's nichts unter den Sachen. Lügen.
Ihr merkt schon den Halbkrampf hier bei einem Zerstören von einem Stein. Danke. Okay, damit kann ich eine Ebene überspringen, was ich auf keinen Fall möchte vorerst. Obwohl. Wollen wir nicht einfach... So simpel, Mauder, Dimpel... Wir könnten doch die Womp 1 überspringen. Na, da gibt es einen Devil-Deal am Ende. Ist halt entscheidend, ob wir jetzt bei Mom ein Guppy-Item bekommen oder nicht. Ob wir das überspringen können. Ja, die Technik wirkt eigentlich nach einem guten Plan. Ich habe keine Ahnung, wo der super Geheimraum sein soll, deswegen gehen wir einfach weg. Gehen wir weiter? Oder weiter? Ich glaube schon. Ich habe so Angst, irgendwas vergessen zu haben, aber ich kann ja nicht mehr mitnehmen, als ich dabei habe. Ja, gehen wir einfach. Den Schädel oben rechts ist mir jetzt egal. Irgendwas vergesse ich doch, habe ich sowieso vergessen und alle hassen mich schon wieder. Tut mir doch leid. So. Ich weiß noch nicht, ob ich mit denen spiele. Nur wenn sie lieb fragen, spiele ich mit denen. So. Gut getroffen. Der Raum sieht aus wie ein Herz. Gut, dann gehen wir die Wege noch nicht. Wir gehen erstmal nur das Nötigste. Wie immer, ein Strich bevor ich fertig bin. Wow. Das war eine Meisterleistung. Fliegen für einen Raum. Zap. Ein Seelenherz. Sehr schön. Da brauche ich noch ein paar von. Wow, ich bin erstaunt, dass ich nichts getroffen habe. Nein, gib Abstand. Alle, du auch. Hey, wenigstens mache ich die Steine kaputt, wenn ich es nicht plane. Ah, wir haben den Kompasseffekt endlich. Dass dieses Ding so viel aushält, ne? Hätte ja man ja nicht erwartet. So, bei jedem Treffer droppt jetzt Geld. Okay. Das machen wir einfach direkt. Komm, gib mir jetzt einfach das Herz. Danke. Die springen wir trotzdem. Die Bombe nehmen wir auch mit. Okay, wir sind gerade voll. Das ist ziemlich gut, wie es momentan steht. Schlüssel brauchen wir trotzdem noch halt für Kisten generell noch. Das war jetzt der letzte Schlüssel, den wir für was Wichtiges, sagen wir mal so, gebraucht haben. Wir haben noch zwei Stück. Holy fuck. Ja. Ich weiß schon, warum ich holy fuck sage, ne? Spiel. Holy fuck, hört euch auf rumzubewegen. Ich muss den Spinnen ausweichen. Aua! Ich wusste nicht auszuweichen. Ich bin einfach panisch reingelaufen. Okay. Ah, eine Heilungspille. Hopp! Eine Schmerzel. Energie. Ja. Haben aber noch ein paar Räume vor uns. Deswegen lege ich sie nochmal kurz dahin. Die können wir ja gleich dann holen. Da habe ich eh fast alle gesprengt. Mit der Karte könnte ich gleich... Die können noch so viel auf der Ebene machen, ne? Schon wieder. Ihr seid so nett, Kisten. So, Herz allerliebst.
Nein. Ah, das ist Bob's Brain. Hab mich umentschieden, möchte dich nicht. Ah, ich habe gesagt, ich werde es nie wieder mitnehmen. Außer wenn die Explosion mich heilt. Dann nehme ich Bob's Brain mit. Das ist die Ausnahme, die sich Bob's Brain erlauben darf. Oh Gott. Please no. Ich hab da... Ich muss schon auf meine Bewegung achten, damit diese Träne den richtigen Weg fliegt. Ich wollte schon sagen, wir hatten noch gar keinen Greed. Der Greed hat genau mein Ding voll gemacht, ja. Hi Priestess, Mother is watching. Okay, bei der Karte steht Mother is watching und ich kann die nicht auseinanderschalten, okay. Bin ich irgendwie doof? Ja, hallo. Ich bin doof. Ja, gib mir bitte das Fliegen, liebe Item. Mehr will ich gar nicht. Ach ja, hier gibt es ja die Scheiße, die mir wehtut. Also kann ich gar nicht an dir spielen, du Arsch. Geh kaputt. Vielleicht hinterher. Ich habe eh keine Herzen für dich. Alle aus dem Weg. Rage. Der gehängte Mann. Ich will einen Devil Deal auf jeden Fall machen. Egal was da ist. So, wir gehen mal ein bisschen schneller. Ich könnte mit der gehängten Mangenkarte nochmal durch die ganze Ebene laufen und bla bla. Ach, ist doch mir egal. Ein bisschen Energie. Zack. Zack. Toll, zwei Scheißdinger. Hanged Man Tower. Wenn du es unbedingt willst, Spiel. Haben wir die Kiste auch noch mitgenommen. Mr. Ewerts, ich brauche dich gleich. Eventuell. Der Kampf entscheidet, ob ich dich brauche oder nicht. Okay. Dankeschön. Okay. Auf zum schmerzhaften Kampf der Schmerzen. Okay, das ging sehr gut. Ich habe mich auch ein bisschen konzentriert, weil ich kein Wort mehr gesprochen habe. So, ich will mein Herz wegdealen. Lass mich einfach mein Herz eintauschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum? Mom's Knife ist die bessere Wahl, oder? Auf jeden Fall ist Mom's Knife die bessere Wahl, oder? Wir können... Ich weiß, dass ich die Guppy-Gestalt nehmen könnte, aber... Ja, zwei rote Spinnen. Gib mir doch einfach dieses Ding. Ich bin meine... Oh, ich bin es los. Ich bin es los. Mein Fluch ist vorbei. Ich habe ein grünes Mom's Knife, was alle Gegner vergiftet. Das ist cool. Oh, ist das schön. Ich würde dich super gerne nehmen, Mr. Guppy's Paw, aber ich habe kein Herz. Ich habe leider keine Seele für dich mehr. Das ist echt schade. Dann spielen wir jetzt normal weiter, würde ich sagen. Jetzt spielen wir normal weiter. Ich könnte auch fliegen mit Guppy und so, ich weiß. Es wäre beides irgendwie super cool gewesen. Wir können hoffen, dass ein Seelenherzen-Deal kommt, aber ich weiß ja nicht, ne? Ich würde echt gerne jetzt einfach zum nächsten Boss. Huch. Ein unnötiger Weg. Unser Mom's Knife muss so stark sein. Es muss, glaube ich, alles one-hitten im Spiel gerade. Wir haben so viele Damage-Upgrades ja gehabt. Und IP-Kack ist ja ein enormer Damage-Up. Man merkt es ja schon an der Tatsache, das Messer berührt die Sachen und die zerfallen. Okay. Doch nicht. Doch. Aufgeladen ist auch recht flott. Ja, doch. Ja, muss halt nur irgendwie reinkommen. Wow. Oh, Gott sei Dank. Brimstone oder Mom's Knife? Ich habe gar nicht an Mom's Knife gedacht worden. Ich weiß gerade gar nicht warum.
Karte? The Moon. Ja, port mich weiter rein. Ja, okay. Ist jetzt alles eigentlich relativ egal. Der Joker ist cool, jetzt können wir gucken, was es gibt. Kein Guppy-Item. Fuck! Fuck, 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 fuck. Hm, für 3 Seelenherzen fliegen. Gibt es mir auch Seelenherzen? Nee. Fliegen. Ja, gib her. Ich spiele ein bisschen gerne ein bisschen riskier. Wir haben so viele Bomben, wir sprengen jetzt auch einfach alles weg. Egal wie verschwenderisch. Vorerst sprengen wir alles weg. Ich ziehe Fliegen immer noch vor. Die Evertsrune brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Wir können noch sterben, also so ist es nicht, aber... Ich spiele mal so. Lieber ein bisschen freier jetzt, wo wir von dem Fluch befreit worden sind. Curse of Mama. Ja, wir haben Mami besiegt und Mami hat uns ihr Messer gegeben. Ist doch schön, dass sie es fallen gelassen hat. Ich bin doof. Danke. Warum sagt ihr mir nicht, dass da links, 2 Kisten sind, wo ein Guppy-Item theoretisch drin sein könnte? Ich hasse das Spiel, warum nicht? Gib mir Guppy-Items. Ja, danke. Okay, der Deal ist wieder fast da. Deal ist ab, ist schön. Ewarts ist auch schön. Aber trotzdem hätte ich lieber ein Guppy-Item gehabt. Hey, wir können jetzt sogar die Kampfräume und den ganzen Shit machen. Und wir haben das Polaroid dabei, dass nach jedem Treffer kriegen wir so ein Schild. Negative Sachen? Was sind... Was ist negativ? Was? Wie hat es uns berührt? Egal. Ich bin manchmal ein bisschen blind, was Treffer angeht. Ja, wir sind stark. Ja, wir sind stark. Gut. Nach 50 Minuten Krampf ist der Weg zum geschafften Run nicht mehr weit. Todessituationen bestehen immer noch. Aber sind wesentlich geringer. Okay, eine Karte, Tour of Clubs, mehr Bomben. Der Devil, Damage Up, okay, cool. Oder Haglatz, Destruction, macht alle Steine in einem Raum kaputt. Waren da oben Steine in dem Raum? Sonst machen wir es in dem da unten. Pff, 4 Stück, okay, dann machen wir es da unten in dem großen Raum. Zerstörung. Okay. Dann nehmen wir die Devil-Karte mit. Heben wir uns für Isaac auf, würde ich spontan sagen. Ich gucke jetzt auch mal mehr nach Kreuzen. Ich denke, Moms Heart wird nicht so lange leben, dass sie unbedingt die Wahl hat, von was sie getötet werden möchte. So. Achso, es kommt erstmal Loki. Was? Achso, wir müssen noch eine Ebene mehr. Okay. Kein Problem mit. Ah, dann kriegen wir ja sogar noch einen Devil Deal. Ah, da waren wir ja schon drin. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich verwirrt war, weil wir schon im Devil Deal drin waren. 8-Ball, Shotspeed up, Tarot Card. Okay, ein zerrissenes Bild. Erhöht auf jeden Fall die Tränen, aber ich glaube, das senkt auch Schaden, oder? Tier ist up, Shotspeed up. Okay. Scheiß auf Tarotkarte. Ja, du hast ja nichts, Mr. S. Tulatan. Ist hier irgendwo ein Kreuz auf dem Stein? Nein. Gehen wir weiter. Noch nicht. Ich möchte kurz noch eine Sache gucken, nämlich da. Das nehmen wir auch noch mit. Jetzt gehen wir weiter. Gut. Ab geht's, ab geht's, ab geht's, ab geht's. So, wir haben instant den Kartenaufdeckungseffekt bekommen. Was ziemlich cool ist. Aber ich würde gerne die Ebene fertig machen, weil ich gerade stark bin. Ich spiele gerne, wenn ich stark bin. Aua. Allerdings, wegen solchen Dummheiten würde ich dann doch nicht gerne spielen. Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall viele Herzen, damit dieser Schildeffekt öfter brocken kann. Ich habe auf ein Buch gehofft, wo... ein Heilungseffekt dabei ist.
Die Sonne heilt uns, macht den Gegner mal rum Schaden und so weiter. Ja, warte mal. Machen wir mal kurz eine Sache. Obwohl. Wir können den Ball nochmal um 2 Striche aufladen bis zu dem Raum da vorne. Ja. So. Ach, wie nett, Spiel. Wie nett. So, 2 Striche mehr. So. Müssen Isaac besiegen. Ich hätte auch gerne getestet, wie viel Schaden ich mache. Aber keine Lust. So, wenn uns die Bibel schon 3 Räume vor dem Armkampf gegeben wird. In der geschenkten Bibel schaut man nicht ins Maul. Ja, ja, das hat mein Opa schon immer gesagt. Zack. Wunderbar. Mein Job. Den könnte ich theoretisch machen. Hey, sogar an dir darf ich jetzt spielen. Ich spiele sogar an dir. Ich hätte gerne ein paar Protect Flies. Protection Flies. Oder Seelenherzen. Ich habe gehört, bei dir gibt es manchmal Seelenherzen zu gewinnen. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Tolles bekommen. Bad Gaspille. Wie der unten in der Mitte so guckt, so. Ich hab ein Geschenk. Hol's dir. Komm schon, bitte. Okay. Ah, 4 Bomben. Frage ist, was will ich mit all diesen Bomben? Ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen soll. Bei dem, man kann bei den Seelenherzen gewinnen, bei dem. Aber will ich jetzt so lange spielen, bis ich... Nein. Will ich ihn sprengen? Ja. Wenn ich das Zeug schon nicht mitnehme, dann spreng ich es wenigstens. Da, ein Schlüssel. Vielleicht treffe ich auf einen mysteriösen Schlüsselgott, der Schlüssel verlangt. Und dann habe ich Schlüssel. Habe ich den Raum da oben gemacht? Hüllen. Was ist das? Wir hatten schon mal Mom's Knife in alle Richtungen, fand es nicht so geil. Aber es sind stärkere Mom's Knives und wir sind jetzt mittlerweile stark. Hm. Nö, Heilung. Ich erinnere mich auch an den. Den habe ich auch gehasst. Habe ich beim letzten Mal recht viel Schaden bekommen. Ach ja, das war ja diese Solar System Challenge. Nee, nee. Naja, wenigstens habt ihr mal wieder einen langen Isaac-Part. Habt ihr bestimmt mich schon wegen den kurzen Parts gehasst. So. Dich machen wir weg. Dich machen wir weg. Und dich machen wir zuletzt. Noch ein paar Bombes. Huch. Okay. Krasser Raum. Noch eine Tarotkarte. Emperor. Ja, okay. Dann beenden wir den Wandel. Die hat's besiegelt. Meine Sorge war nur, dass ich nicht durch die Himmelsebene komme, ohne viel Schaden zu fressen. Weil ich ein Dümmerchen bin. Wir müssen Isaac besiegen. Isaac, Isaac, Isaac. Schauen wir mal. Counter, Start! Oder beziehungsweise Counter. Start! Oh nein! Achso, ich stelle mich aber mit Mom's Knife mal rein. Wow! Ich stelle mich einfach mit Mom's Knife rein, komm. Challenge geschafft! Wir sind der Suicide King! Wie ich jede Challenge beim ersten Versuch schaffe und beim Privatspielen richtig verzweifelt bin an der Scheiße. Na gut. Die schlimmste Challenge kommt morgen noch. Die anderen sollen... Nein, Cursed ist auch noch ziemlich kacke, aber... Es ist alles mehr... Da... Das ist nicht meine eigene Schuld, größtenteils.
bei den anderen Challenges. Da weiß ich, dass ich selber kacke bin, weil ich zu dumm bin, dieses Item zu benutzen, was man da hat. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei der Cat Got Your Thank Challenge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbel-Zombelmann. Hui.